Oh, hallo, herzlich willkommen zu Demon's Souls. Okay. Genau, wir hatten ja den Sturmkönig letzte Folge besiegt und jetzt knüpfen wir nochmal hier dran an. Tal der Schändung, Sumpf des Leids. Kalkstein des Dämons Blutsauger. Alles Unreine findet seinen Weg in den ausgedehnten Sumpf zu Füßen des Tals der Schändung. Der Sumpf bietet einen idealen Nährboden für Ungeziefer, Fäulnis und Seuchen. Jam. Nicht. Okay, los geht's. Genau, von dort sind wir gekommen, würde ich sagen. Genau, hier in der Mitte war dann dieser Blutsauger. Dementsprechend müssen wir hier weiter. Beide solche. Ich versuch's. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen dabei, um das zu heilen. Okay, hier ist wieder Stockfinster. Schau dir die Knie an. Dann. Scheiße, sind wir knietief im Schlamassel, ne? Zeit für. Sch Was? Zeit für Sterben? Was? 8700. Ja, hoffe ich doch mal nicht, dass uns das auch ereilt. Okay, schon eine Blutlache. Werde ich auf Gift. Na super. Nämlich in Acht, hier ist ein armer Kerl. Zeit für Sterben. Wo ist Stern runter? Hier an der Seite, ne? Manche sind wahrscheinlich gerade ausgegangen. Na gut. Wir wollen ja nicht sterben, wir wollen einfach nur durchkommen. Würde ich auf Gift. So schlimm hier. Ah, wir sind ja gerade wieder menschlich, dann können wir ja Ring der Regeneration anziehen, ne? Ich habe ja noch immer Adhäsion an. Oder halt was gegen solchen Resistenz oder Giftresistenz. Da kommen wir mal gegen Giftresistenz. Obwohl ich ja solchen noch schlimmer finde. Da geht's bestimmt weiter. Aber da unten ist halt auch was, ne? Da können wir wieder hochklettern. Ja, das geht okay. Darunter will ich nicht. Und die Überreste will ich. Königslotus. Das brauchen wir wahrscheinlich hier auch. Königslotus und Soldatenlotus. Muss ja echt noch mal kurz nachgucken. Das war gegen Gift. Das andere ist gegen Blutung. Haben nichts gegen solche. Doch das hier ist solche. Witwen-Notus. Davon haben wir echt nicht viel, ne? Ich soll wahrscheinlich hier runter, weil ich da gar nicht hinkomme. Das wird dann wahrscheinlich eine Abkürzung sein. Der Sumpf vergiftet uns wahrscheinlich. Mildhammer. Das ist eine richtig schöne Pampe. Wahrscheinlich dürfen wir auch nicht zu weit nach außen, dann ist wahrscheinlich irgendwo ein Loch hingefallen, dann sterbend in den Boden. Oder durch den Boden. Ring der Regeneration. Nochmal? Da können wir die überall langlaufen. Ich traue mich gar nicht in die Mitte zu laufen.
Oder doch Ring der Regeneration anziehen, um das gegenzuwirken, wenn man vergiftet ist. Könnte man auch machen. Also richtig schöner Sumpf hier, ey. Irgendwie so eine Art Pilze oder Pflanzen, die so nach oben kommen, ne? Ah, gerade so leicht erschrocken, als er so hustet. Mich hier raus. Ich einmal rüber. Ich glaube, wir können doch einmal durchgehen. Ich will erstmal dahin, wo ich gestartet bin, dann zur anderen Seite. Mir das hier angucken. Schon wieder vergiftet. Her. Sumpf ist, wo ich feststecke. Und wieder dieser Ort. Was sind das eigentlich für Teile? Ja, manche scheinen irgendwie zu leben oder so. Okay, man kann hier auch nicht rollen, okay. Nee, wenn ich das mache, dann wabelt er so auf einer Stelle rum. Ich will die jetzt eigentlich auch nicht alle besiegen. Bringt mir wahrscheinlich gar nichts, ne? Wieder vergiftet. Ich frage, wie ist das denn mit dem Gift? Ist das irgendwann auch weg, oder? Dass man dann einfach die ganze Zeit vergiftet, bis man quasi stirbt oder so. Ah, von den Gegnern auch Königslotus. Ja, aber eins ist ja auch nicht viel, ne? Zumindest kann man irgendwie noch sprinten, so ein bisschen. Aber hell ist das hier wirklich nicht. Auch hier sieht ein bisschen was. Aber so ist einfach das Gebiet, ist halt ein bisschen dunkel. Okay, hier läuft die ganze Suppe nach unten. Wahrscheinlich die Ausscheidungen von oben. Lass mal runterspülen. Legendärer Krieger. Okay, wir gucken uns das mal an. Wie weit das runtergeht. Der ist ja nicht den ganzen Königslotus aufbrauchen. So, schon mal eine Pflanze rausholen. Okay, da ist ein gutes Phantom. Ah, welchen Loot sammle ich denn mal zuerst ein? Zeit für Nachricht schreiben. Dunkelmondgras. Mondgras, ich glaube, das kann man ja fast vergessen.
zerbrochenes Schwert. Das ist ja irgendwie auch Waste. Als Rüstung kurz das Sichel im Mondgras aus, das kann ich einfach mal so wegsnacken, ne? So ein bisschen dem Gift entgegenwirken. Sind wir immer noch vergiftet hier oben? Links sieht man das, ne? Das ist ja so ein Totenkopf-Symbol. Komm, dann ruhig mal nach den anderen Loot hier. Zeit für eine Pause. Kriegssense. Wer von diesen Teilen? Und hier ist Saugsteinscherbe. Viel Glück. Ist noch irgendwas, wo man nachgehen sollte? Da hinten dann, aber da leuchtet ja auch irgendwas. Ich glaube, ich gehe erstmal da zu dem roten Phantom hin. Wollen ja auch mal alles erkunden. Also das eigentlich so der nächste Anlaufpunkt sein. Obwohl es ja bestimmt nicht einfach wird, hier zu kämpfen. Mit diesen Gemodder. Aber den geht es ja wahrscheinlich auch nicht anders, hoffe ich. Es ist ja bestimmt einfach auf so eine Art Insel zu kämpfen, ne? Da wo der Loot so liegt. Wegen der Katze, das kenne ich doch. Weil wir doch falsch waren, ne? Ich versuche die mal anzulocken. Opa! Sagen wir, sind deutlich im Nachteil, wenn wir hier stehen. Ups. Und kann die da rollen im Stamm? Wir nicht. Sehr. Matzsteinklumpen. Denn. Okay, da sehe ich noch mehr Loot. Wahrscheinlich müssen wir dann irgendwo mal nach oben kommen, ne? Wo auch immer das sein wird. Saugstein erwartet dich voraus. Brauchte ich bislang noch gar nicht. Oh, reiner Saugstein sogar. Okay, da sind diese Trollos. Gehen wir noch mal hin. Die kommen schon zu mir. Okay, jetzt bin ich wieder vergiftet. War ich anscheinend kurze Zeit nicht. So, schwarzes Terpentin. Okay, da ist so eine Nebelwand. Ich gucke mich trotzdem hier unten nochmal um. Da nichts auslassen. Klumpen. Ah, da oben ist dann anscheinend so ein großer. Und so ein kleiner. Weißt du, die Beine sind, sollten wir das irgendwo schaffen. Königslotus. Ich mach mal kurz die Waffe. Dann gehen wir nochmal hier drauf, ne? So. Machst auch Ärger, hab ich gehört. War.
Schau dir diese großartige Aussicht an. Ja, so berauschend ist sie auch nicht. Genau, da sehe ich so eine Nebelwand. Hier ist noch anscheinend mehr Loot. Ich glaube, dann ist hier unten weiter nichts außer noch mehr Schlamm und diese Viecher. Können wir vielleicht kurz einmal durchfahren oder so. Ja, da sehe ich noch was. Wieder eines unkannten Helden. Viel Glück. Da hinten ist noch was. Was ist das? Hört hier irgendwo was Großes? Was haben wir denn hier versteckt? Nix. Ja, das ist nix. Hier hört man irgendwas schießen, ne? Keine Ahnung, wo das herkommt. So, ich gehe noch einmal hier mitten durch. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Schon wieder vergiftet. Benutze ich nochmal, vielleicht trifft uns jetzt nicht mehr das Schicksal, dass wir vergiftet sind. Vielleicht. Wo hier unten der Sumpf auch noch weitergeht und da liegt Loot. Aber wie komme ich dann hoch? Frage überfragen. Aber ich gehe erstmal hier ein bisschen oben lang, würde ich sagen. Vielleicht fallen wir sowieso irgendwann mal runter. Na, seid ihr erst zwei Summen. Die ist natürlich jetzt runtergefallen. Oh. Die hat natürlich eine bessere Reichweite. Okay, gucken wir erstmal weiter oder gehen wir runter? Okay, zumindest scheint die diesmal irgendwas zu droppen. So, können wir mal gucken. Marksteinscherbe. Zeit für Schießen. Because of. Sollte ich hier schießen? Opa. Warum sollte ich runterfallen? Zum Glück war es nicht zu hoch. Marksteinscherbe. Also falls man es braucht, scheint es anscheinend ganz gut zu gehen, weil diese Art Fliegen. Da komme ich wahrscheinlich nicht hoch, ne? Marksteinscherbe. Marksteinscherbe. Komme ich doch hier hoch? Kann ich da durch? Da hoch? Ich würde sagen, nein, kommst du nicht. Dann gehen wir doch mal hier lang. Und da ist auch noch Loot. Vergiftet. Ein Basar. Ring des Diebes haben wir doch auch schon bekommen. Die Frage, lohnt sich da hinten noch lang zu gehen? Ist da was? Ich glaube nicht, das hätten wir schon gesehen, oder? Gehe ich doch mal in die Mitte des Sumpfes. Zumindest in dem Abschnitt. Das
haben wir denn hier? Dunkelmondgras. Vision von Monster. Ist das so? Da kommen wir einfach wieder runter, ne? Und natürlich haben wir da auch viel Loot verpasst, der noch da oben wartet. Versuch's mit Feuer. Ach, ging gerade auch so ganz gut. Also die ersten haben dann was gedroppt. Ihr wollt anscheinend nicht. Ah, weitläufiges Gebiet. Ich glaube, wir müssen mal dann irgendwie zurückgehen, um da hochzukommen. Fürchte nicht den Tod. Geh mal da hinten hin. Ich würde halt gerne erstmal zurück, bevor ich da weitergehe, weil da ist wieder so ein Nebeltor. Mal gucken. Schau dir hoch an. Ja, hoffentlich müssen wir da nicht überall noch lang gehen. Ein bisschen viel. Na, guck mal her, Jungs. Ob sagst du die Kleinen noch nicht so ein großer? Es ist so ein großer, okay. Oh, ich sollte wegrennen. Zumindest bis eine Insel kommt oder so. Folgt ihr mich noch? Giftet. Okay, das ist ein bisschen doof, wenn wir hier im Sumpf sind. Weil wir können ja gar nicht ausweichen und blocken. Reicht anscheinend auch nicht gegen seine Angriffe. Da läuft gerade der Große. Ich suche doch noch ein bisschen Land. Die müssen wir halt aufpassen, ne? Ah, da ist ja so ein bisschen an. Da kann man eigentlich hin. Königslotus. Muss halt bloß die Kleinen schnell wegmachen, ne? Fast alle solche Großen. Ach du Schande. Aber da wäre so ein Punkt, da könnte man sich hinstellen und dann könnte man sie vielleicht einzeln anlocken. Aber jetzt hatte ich gleich natürlich 4 Stück um mich herum. Ist schon ein bisschen viel. Na gut, dann kann ich ja jetzt mal wieder Ring der Attestion dran machen. Was ist denn? Ring der Katze mindert den Fallschaden. Ja, kenne ich doch noch. Das haben wir natürlich schon ein bisschen unsere Kräuter und so verbraucht. So, ich versuche erstmal da oben lang zu gehen, dann kommen wir wahrscheinlich eh nach unten und müssen vielleicht noch gegen diese Teile da kämpfen. Man sollte sich wahrscheinlich auch vorher gut mit Königslotus einlegen.
So, dann gehen wir erstmal hier lang. Oder können uns ja einmal hier umgucken. Ich glaube, so mega viel sieht man jetzt auch nicht. Ja, dann mal los wieder. Wir müssen erstmal einmal durchlaufen. Einfach so ein Irre von denen rum. Na, guck mal her. Mussten wir den irgendwo da hinten, ne? Da so, glaube ich. Schon vergiftet. Wahrscheinlich hat der Ring doch ein bisschen geholfen. Ja, ich würde nicht rollen, ich würde gehen. Ah, gar nicht gesehen. Auch schon viel aus der Große, ne? Nein. Ach, weil die Kleinen mich auch noch erwischt haben, ne? War die Deckung schnell weg. Naja, sind die Seen fort. Mist. Okay, dann nochmal. Das Gebiet ist schon ein bisschen anstrengend. Man läuft weit hin. Kommt nicht so schnell vorwärts. Oder gibt es da irgendwie einen Ring, dass ich schneller durchlaufen kann? Oder besser halt. Ich fange mal von oben an. Ich glaube nicht, ne? Weil den einen Spieler, den wir gesehen hatten, als wir auf dieser Insel waren, der auch so einen großen Turban getragen hat, der konnte auch ganz normal rollen und so. Das können wir nicht. Oder das kommt vielleicht noch. Ich ja hier schon mal runter. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, anscheinend ist irgendwo jemand gestorben. Denn? Und noch ein bisschen Königslotus. Das ist anscheinend kein Königslotus. Vergiftet. Ich glaube, bei der Insel, wo ich jetzt gerade gestorben bin, wäre es vielleicht doch ganz gut, so seitlich ein bisschen drauf zu gehen, dann lockt man nur so den Großen an und nicht die kleinen Viecher noch mit. Machen wir auch nicht auf den Königslotus, ne? Leider.
Oh, haben mich die Kleinen bemerkt schon. Okay, der Große hat mich auch bemerkt. Was mach ich denn da? Erstmal heilen. So, ich sag erst einmal heilen. Danke. Ich muss erstmal den kleinen Weg machen. So, jetzt den großen. Als der keine Gefahr war, so in der Menge. So. Meine Vorhänge sehen. Was nicht viel ist, aber immerhin. So, jetzt versuchen wir erstmal hier oben zu bleiben und nicht runterfallen. Er geht ja sowieso noch nach unten. Dann warten wir hier auf die. Auf die kleinen Schmeißfliegen. So, können wir zumindest ein bisschen Markstein scherben. Ah. Na kommt. Flatter, 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 flatter. Ah, kann ich mir noch einsammeln? Sehr gut. Ja, schon Zeit für Schießen. Was würde eigentlich auch ohne gehen?